Hallo, heute zeige ich euch, wie man Stäbchen häkelt, und zwar die halben Stäbchen, die ganzen Stäbchen und die doppelten Stäbchen. Das sind die gängigsten, und wenn ihr bei einer Häkelarbeit seid, wie zum Beispiel einem Schal oder so, müsst ihr dann erstmal auf die Höhe kommen der Stäbchen. Das wird meistens bei einem ganzen Stäbchen mit 3 Luftmaschen erreicht. Da mache ich jetzt einfach mal als Beispiel diese 3 Luftmaschen. Und dann seid ihr auf der Höhe von einem ganzen Stäbchen. Das geht so, ihr macht einen Umschlag und stecht in die nächste freie Masche ein und holt den Faden durch. Dann habt ihr 3 Schlaufen auf eurer Nadel und holt den Faden wieder und mascht 2 davon ab. Dann habt ihr noch 2 drauf, holt den Faden wieder und mascht diese 2 auch noch ab. Damit ist euer Stäbchen fertig. Nochmal ein Umschlag, in die freie Masche einstechen, den Faden holen, 3 Maschen habt ihr, 3 Schlaufen habt ihr drauf, dann den Faden holen, 2 Stück abmaschen, Faden holen, 2 Stück abmaschen. Um halbe Stäbchen zu machen, wird eigentlich nicht viel geändert. Es ist nur so, dass ihr dann zum Beispiel am Anfang der Reihe 2 Steigeluftmaschen braucht für die Höhe, weil es etwas kürzer ist als das ganze Stäbchen. Ich mache jetzt einfach so weiter, weil das egal ist bei dem Übungsstück hier. Ihr macht auch einen Umschlag wie beim ganzen Stäbchen, stecht genauso auch ein und holt den Faden auch genauso durch. Habt auch wie vorher 3 Schlaufen drauf. Der Unterschied liegt jetzt aber dabei, dass ihr diese 3 Schlaufen auf einmal abmascht. Also ihr holt den Faden und mascht alle 3 Schlaufen zusammen ab. Es ist viel kürzer und dadurch auch dicker geworden und auch enger, was zum Beispiel auch perfekt für Mützen oder so ist, wo man flott häkeln möchte, weil die Stäbchen relativ schnell gehen. Ich zeige es nochmal, ein halbes Stäbchen, einen Umschlag machen, einstechen, Faden holen. Alle 3 auf einmal abmaschen. Dann gibt es noch das doppelte Stäbchen. Das ist viel höher als das erste. Und wenn man etwas machen will, was auch ruhig grobmaschiger sein darf mit Lücken oder mit Löchern, dass es luftiger ist, dann eignen die sich auch prima. Man macht 2 Umschläge, also einfach 2-mal den Faden holen. Und ihr habt dadurch dann diese 3 Schlingen oben auf der Nadel, stecht dann ein, holt den Faden und habt dann 4 Schlaufen hier drauf. Dann holt ihr den Faden und mascht wieder 2 ab, dann nochmal nur 2 abmaschen, den Faden holen und die letzten 2 abmaschen. Nochmal, also 2 Umschläge auf die Nadel, einstechen, Faden holen und dann 2 Stück abmaschen, Faden holen, 2 Stück abmaschen, Faden holen, die letzten beiden abmaschen. Ihr seht jetzt deutlich diese Wellen, die sich hier bilden, dadurch, dass das viel höher ist, sogar höher als das ganze Stäbchen. Also nochmal zur Wiederholung, das ganze Stäbchen, ein Umschlag, einstechen, durchholen, Faden holen, 2 Stück abmaschen, 2 Stück abmaschen. Das halbe Stäbchen, Umschlag machen, einstechen, Faden holen, alle 3 auf einmal. Und das doppelte Stäbchen, 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, 2 abmaschen, Faden holen, 2 abmaschen, Faden holen, 2 abmaschen. So, das war es eigentlich zu den Stäbchen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und viel Spaß beim Häkeln.